Nice. Ist eigentlich ganz cool, nochmal hier gewesen zu sein und das jetzt mal so ein bisschen klären, ne? What the fact? Das ist doch dieser Schriftsatz, den ich nicht lesen kann, der runtergefallen ist. Ist hier auch einer runtergestürzt oder haben die den hier hingebracht? Ich weiß nicht mehr, was, wie, wo das war. Müsst ihr meinen Let's Plays angucken. Aber irgendwann habe ich mich an so ein Ding gehangen, dann ist das runtergefallen. Jetzt steht's hier. Ja, Helianisch, dass ich nicht verstehe. Okay. Ja. Ah, Link, du kommst genau richtig. Bitte richte dein Augenmerk hierauf. Auf der Steintafel, die vom Himmel gefallen ist, ist etwas in Altaianisch eingraviert. Wenn es mir gelingt, diesen Text zu entschlüsseln, dann erfahren wir vielleicht mehr über jene längst vergangene Zeit. Ich habe die Dokumente, die ich brauche, um diesen Text aus dem Altaianischen zu übersetzen, in Kakariko gelassen. Sobald ich dorthin zurückgekehrt bin, werde ich meine Arbeit fortsetzen. Ich habe diese Inschrift bereits kopiert, also mache ich mich jetzt auf den Weg zurück ins Dorf. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, Link, dann komm doch nach Kakariko. Dann kann ich dir berichten, was ich herausgefunden habe. Vom archäologischen Standpunkt her ist die Inschrift ungemein wertvoll. Eine Brücke in die ferne Vergangenheit. Ich gedenke, dieses Mysterium zu enträtseln und damit mache ich mich auf den Weg. Gut. Hat er seine Leute mitgenommen? Nee, okay. Nachricht aus Urteilzeit. Cool. Flido kenne ich. Taplexis, Gublin. Dich kenne ich nicht. Ach, dieser Steinklotz ist anscheinend total wichtig für unsere Forscher hier. Ich wollte den eigentlich verkaufen. Jetzt muss ich mir das Geld für die Kleidung, die ich will, wohl doch mühselig zusammensparen. Moment mal, Kleidung, die du willst? Hat die da irgendwas Neues? Nee, hat immer noch das Heil ja da, ne? Aber das wäre auch wieder geil. So, ja, komm mal hier in der Kleidung. Vielleicht hat die ja was Neues. Komm ruhig näher, willkommen. Du hast was vor, oder? Nur keine falsche Bescheidenheit. Kauf, was immer dir gefällt. Ich verdiene hier mein Geld, da ich den Krämerladen in meinem Heimatdorf nicht mehr öffnen kann. Okay. So. Rass. Hä, waren die nicht eben nur hier? Bin ich blind gewesen? Ah, da vorne stehen die, okay. Nuendo, Pinoa, Lita, Fesra, Capela. Ah, du bist es, Link. Du bist also zum Sperrposten zurückgekommen, oder? Die Sora-Truppen wurden von König Sidon hierher beordert. Sei bitte versichert, dass wir alles daran setzen, den Sperrposten zu beschützen, König Sidon zu ehren. Cool. Hat ich bei dir was getan, Raja? Nö. Gut, dann checken wir mal die anderen aus. Oh, wer seid ihr denn? Hi. Bist du auch wegen der Anzeige in der Zeitung hier? Wenn ja, bereite dich gut vor. Es gab bisher noch keine erfolgreichen Bewerber, aber ich habe es zumindest versucht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der mit einem so jungen Genie zusammenarbeiten kann. Lull. Tut mir leid, aber du hast nicht bestanden. Was redest du denn da? Ich will auch den Untergrund erforschen. Doch dort wartet sicher so mancher großer Fund auf uns. Außerdem kann niemand außer mir die Sonau-Schrift entziffern. Darum seid ihr eigentlich auf mich angewiesen, oder? Wir sind uns deiner Fähigkeiten als Leiter der Sonau-Forschungsgruppe durchaus bewusst, Tauro. Aber gerade deshalb musst du dich weiter der Erforschung der Kranzruinen in Kakariko widmen. Schließlich handelt es sich dabei um die größten vom Himmel gefallenen Ruinen. Man sieht sie sogar vom Sperrposten aus. Bitte beende doch zuerst die Arbeit in Kakariko, bevor du dich für ein anderes Forschungsprojekt bewirbst. Aber, werde ich wohl jemals wieder eine solche Gelegenheit erhalten, die Geschichte der Sonau buchstäblich berühren zu können? Oh, cool. Leiter der Sonau-Forschungsgruppe. Ah, der werte Herr Ritter. Ach, der nächste Kandidat steht schon bereit? Da kann man wohl nichts machen. Dann nehme ich wohl die Kranzruine im Visier und gehe nach Kakariko zurück. Okay, mach das. Taro ist eine großartige Person und ein erstklassiger Archäologe. Aber wenn es um etwas geht, das mit den Sonau zu tun hat, gehen einfach die Pferde mit ihm durch. Wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die uns bei der Erforschung des Untergrunds helfen. Mit der Hilfe von jemandem wie dir wäre das wohl um einiges einfacher. Ich werde euch helfen. Danke. Es beruhigt mich ungemein, jemanden wie dich an unserer Seite zu finden. Komm mit, ich werde dir alles erklären. Okay. Der Tempel im Untergrund. Alter Falter. Junge, Junge, Junge. Was, Taurus wirklich so ein Main-Charakter? Damn. Ja, dann zeig mal her.
Gilt unter allen Sonarforschern als wohl brillantester Kopf. Bei großen Entdeckungen gerät er schnell aus dem Häuschen und drückt sich dann gern etwas salopper aus. Tauro verbrachte lange Zeit damit, allein durch die Welt zu reisen und Ruinen zu erforschen. Da er ein ausgewiesener Experte für die Sonarschrift ist, ernannte ihn Prinzessin Zelda zum Leiter einer Forschungsgruppe. Joshas rätselhafte Statue hast du meisterhaft abgelichtet. Ich habe den Eindruck, du hast dir damit eine große Freude gemacht. Da habe ich wohl den richtigen in die Geheimnisse Fotomoduls eingeweiht. Und das war noch nicht alles. Das Pura-Pad verfügt über weitere fantastische Funktionen. Spitz deine Ohren. Pura-Pad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Junge, warum sagt er mir das jetzt erst? Hä? Was soll das denn? Tu gefälligst überraschter. Derjenige, der auf der Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind. Das war niemand anderes als ich allein, als einziger in ganz Hyrule, darf ich anmerken. Den Sensor deines Pura-Pads hier am Sperrposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssen wir zum Pura-Pad-Institut in Hateno. Ah, okay. Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Pura-Pads arbeiten. Dort können wir dein Pura-Pad und deinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Ostnekluda und da am Rand ist Hateno. Und da am Rand ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein 1A-Labor. Allerdings haben Joshas Forschung derzeit Vorrang. Also bleibe ich noch ein Weilchen hier. So. Herr Ritter, hier lang. Scheint wohl genau in der Mitte zu sein, ne? Herr Ritter, hier entlang. Oh ja, ich darf das nicht. Nicht anfassen. Erinnerst du dich noch an das Fragment, auf dem diese rätselhafte Statue abgebildet war? Unter den Fundstücken aus der Erforschung des Untergrunds habe ich einige weitere Fragmente entdeckt. Und als ich die alle zusammengesetzt habe... Hier, schau mal. Ja, eine weitere Statue habe ich schon gefunden. Sag mir bitte nicht, ich soll die ablichten. Das ergibt ein prächtiges Wandbild, nicht wahr? Diesem Wandbild nachzuurteilen, scheint die rätselhafte Statue, die du entdeckt hast, nicht die einzige zu sein. Was mich aber wirklich fasziniert, ist das Ziel ihrer Blicke. Das sieht doch wie ein Tempel aus. Die Person ganz vorn muss ein Sonau sein. Die riesigen Ohren sind ein untrügliches Zeichen. Und dieses geheimnisvolle Gebilde in Form einer Hand scheint irgendwie auf den Sonau zu reagieren. Das muss bedeuten, erstens, wenn man an das Ziel der Blicke der rätselhaften Statuen gelangt, müsste dort etwas Tempelartiges sein. Zweitens, in diesem tempelartigen Gebäude scheint sich etwas mit Bezug zu den Sonar zu befinden. Ich habe gehört, dass die Sonar über geheimnisvolle Kräfte verfügten. Könnte es sein, dass damit zu tun hat? Könnte es etwas sein, das damit zu tun hat? Aber das mit Doppel-S, oder? War das gerade was? Aber das ist natürlich alles nur eine reine Spekulation. Und da kommst du ins Spiel, Herr Ritter. Sei doch so lieb und finde dieses tempelartige Objekt für mich, das auf dem Wandbild abgebildet ist. Und wenn du es gefunden hast, finde bitte heraus, ob ich mit meiner Spekulation richtig liege. Eigentlich wollte ich mich ja selbst auf die Socken machen und habe deshalb ganz viele Leuchtsamen gefarmt. Aber ich habe verboten bekommen, in den Untergrund zu gehen, weil ich angeblich noch viel zu jung dafür bin. Also hier, nimm du sie lieber. 10 Stück nur? Und hier auch noch 10 Pfeile. Ja. Denn wer den Untergrund erforschen will, sollte lieber mit ordentlich leuchtsamen Pfeilen entdecken. Vielleicht erbringt die Erforschung des Untergrunds auch Hinweise auf den Aufenthalt von Prinzessin Zelda. Und wenn alles gut läuft, kannst du also sowohl die geheimnisvollen Kräfte als auch Prinzessin Zelda Spur finden. Danke schon einmal für deine Hilfe, Herr Ritter. Junge, Junge, Junge. Tempelähnliches Gebäude. Junge, Junge, Junge. So, dann hätten wir das auch. Kann ich das Ding reparieren? Nee, ne? Nee. Gut, dann gehen wir mal kurz runter, gucken, ob es irgendein Update da unten gibt. Hui. Aha. Endlich ist dieser Durchgang frei zu der verpönten Statue. Alles klar. Hat ja auch ewig gedauert. Ach, du bist's. Ich habe schon mit der Welt abgeschlossen. Hier ist es so staubig. Beim Putzen bin ich dann mit dem Besen gegen die Wand gekommen und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich eine schaurige Stimme wie die eines Dämons aus diesem Loch hervordringen. Alle sagen, dass sie nichts hören können, aber ich höre sie ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämon aufgeweckt, als ich das Loch in die Wand geschlagen habe. Und jetzt wird er meine Seele holen. Rubelo, Gratian, meine geliebte Familie, leb wohl für immer.
Was? Du warst in diesem Loch? War dort wirklich ein Dämon und wird er mich holen? Ach, eine Dämonenstatue ist da drin. Von so etwas habe ich schon einmal gehört. Soll ich dir erzählen, was ich über diese Dämonenstatue weiß? Ja, warum nicht? Komm, hau mal raus. Eine Gottheit von Leben und Stärke berührt von der Göttin Zorn, dem Untergang geweiht. Die Dämonenstatue ist also vermutlich diese Gottheit und von Leben und Stärke. Jedenfalls stand die Statue wohl auf diesem Podest, als sie noch als Gottheit verehrt und angebetet wurde. Die Stimme, die ich gehört habe, war also die traurige Stimme der Dämonenstatue. Wenn die Göttin eine Gottheit ist, dann war die Dämonenstatue gewiss eine Gottheit, die stets genommen hat. Okay. Ich denke mir, dass beide Gottheiten existieren mussten, damit sich die Macht der jeweils anderen manifestieren konnte. Dass ich ein Loch in die Wand geschlagen habe, war wohl Schicksal. Ich kann nicht hineingehen, aber ich werde weiterhin hier putzen. So werde ich die Dämonenstatue von hier aus meinem Respekt erweisen. Wunderbar, hier, das ist für dich. Schön, danke. Das ist Robelos Budget für den nächsten Monat, aber ich gebe es dir. Danke, dass du mir all meine Sorgen genommen hast. Jetzt kann ich wieder beruhigt in die Arbeit gehen. Stimme aus der Wand. Stimme aus der Wand. Fertig. Ja, königlicher Geheimgang. Also Xenobex Xebi, falls du da bist und das siehst, so kommt man also hier hin. Dass ich quasi durch den königlichen Geheimgang den Weg bis hierhin geschafft habe, okay. Aber der richtige Weg scheint wohl einfach über die Quest hier zu sein. Und dann könnte man aus diesem Winkel aus den königlichen Geheimgang nutzen, um vielleicht auch zum Schloss zu gelangen halt, ne? Gut. Gut. Danke ohne mich. Hey, ich kann es doch nicht sein. Ich habe gehört, dass die kleine Joscha neue Leute für ihren Abgrund-Erkundungstrupp sucht. Beim letzten Mal war ich noch dabei, aber im Abgrund war überall so ein Zeug, das mir erst so... Okay. Keine Monstermeldungen. Das ist gut, dass du es gerade sagst. Achso, der Ivorok ist dort. Moldora und Hinox in der Nähe. Ich habe kurz gedacht, da links, ganz links bei Hebra war der Ivarok, aber anscheinend nicht. Jetzt habe ich ja genug Platz, ne? Kann alles wieder mitnehmen. Okay, gut, dass wir hier drin waren, ne? Also im Grunde hat sich der Aufenthalt hier wirklich richtig krass gelohnt gerade. Ist da gerade die Prinzessin der Soras oben? Ah, nee, aber Muso ist dort. Geil. Es ist Zeit für einen Generationswechsel im Dorf der Soras. Zeit für König Sidon und Königin Yona. Allerdings muss König Sidon auch seine neu hinzugekommenen Pflichten als Weiser erfüllen. Daher werden wir den Spähposten beschützen, sodass sich König Sidon ganz diesen Pflichten widmen kann. Außerdem treffen wir Vorbereitungen, die Geoglyphen zu erforschen, die in ganz Hyrule erschienen sind. Sollten wir auf wichtige Informationen stoßen, werden wir diese selbstverständlich mit euch teilen. Allerdings ist Hyrule groß, es wird also eine Weile dauern, bis Nachrichten uns hier erreichen. Link, willkommen zurück. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. König Dorofan wurde von jemandem angegriffen, der wie Prinzessin Zelda aussieht. Tonnen von Schlamm, die vom Himmel fließen und das Wasser verschmutzen. Für die Soras ist Wasser absolut überlebensnotwendig. Das hätte in einer Katastrophe enden können. Zum Glück haben wir dich zu ihnen geschickt. Es ist zwar deutlich geworden, dass es eine Verbindung zwischen Prinzessin Zelda und dem Kataklysmus geben muss, aber die Lage ist ernster als gedacht. Du solltest so schnell wie möglich auch die übrigen Regionen untersuchen. Währenddessen gibt es auch noch diesen Ort, der nach meiner persönlichen Aufmerksamkeit verlangt. Was für ein Ort? Es geht um Kakariko im Südosten von Hyrule, das Dorf der Shika in Nekluda. Dort sind kratzförmige Sona-Ruinen vom Himmel gefallen. Kranz. Und der Grund dafür würde mich sehr interessieren. Die Besten der Besten der Sona-Forschungsgruppe stellen bereits Untersuchungen an. Wenn du etwas über die Sona wissen möchtest, fragst du also am besten sie. Und falls du den Weg nach Kakariko noch nicht kennen solltest, Marplan im Hauptquartier kann dir sicher da mehr darüber sagen, wo du das Dorf findest. Er ist für die Entsendung der Monsterwehreinheiten zuständig und weiß mehr über Geografie als ich. Die Forschungsgruppe wird mir damit helfen. Aber die Untersuchung der übrigen Region vertraue ich weiter dir an. Gut. Kachika! Nice! Wenn du etwas herausfindest, lass mich bitte wissen. Gut. Okay, so, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt wieder einiges geschafft, glücklicherweise.
Das nächste, was wir machen werden, ich bin ja im Dorf der Soras einfach vom Himmel eingefallen, so gesehen. Und ich werde das Gebiet jetzt ein bisschen erkunden, sage ich mal, ne? Denn ich weiß gar nicht, was da so auf mich zukommt. Denke ich. Oder wir gehen mal hier zum Plateau. Hier wahrscheinlich, ne? Quelle der großen Fee. Hier ist auch eine Quelle. Die Kokutja-Schlucht, da habe ich irgendwie keinen Turn drauf, weil links, rechts, hoch, runter könnte überall irgendwas sein. Das ist echt bescheiden, muss ich dazu sagen. Aber irgendwie früher oder später muss ich mir den so oder so angucken. Die Kokutja-Schlucht, nicht den Kokutja-Schlucht, also von daher. So, ich könnte auch mal wieder in den Himmel rein, ne? Eingang zum Wassertempel. Geil, dass man da wieder einfach so hinkommt und dass der Tempel nicht verwehrt bleibt. Oder ich könnte weiterhin hier machen. Einmal muss ich das Hyrule-Gebirge, diesen Sumpf hier erkunden, soweit. Andererseits gehe ich jetzt, ich gehe zu den Ornis. Let's go. Okay, let's go. Tagebuch. Vier Regionen, so. Habe mir immer noch nicht gemerkt, in welche Richtung muss hinter mich. Gut. Hätte ich eigentlich auch gucken können, ne? So, dann gucken wir mal kurz nach. Ich habe ja eine Aufgabe erfüllt. Vielleicht gibt die mir ja schon das Teil oder ein Teil oder alle Teile. Ich denke nicht alle, aber vielleicht eins. Mal gucken, was die so sagt. So, Kleeblattkurier. So, mal gucken. Ah, links, so spät am Abend noch bei der Arbeit. Die Krötenausrüstung hat sich bei der Zeit- und Zeitungsrecherche als unersetzlich erwiesen. Welche Ausrüstung ermöglicht? So ist selten. Arbeite mit Payne zusammen. Okay. Wie läuft's denn so? Verstehst du dich mit Payne? Oh, du hast Payne aus den Augen verloren. Er sollte sich zurzeit beim Stall des Schneelands aufhalten. Du erreichst ihn bald, wenn du nach der Straße vor, wenn du der Straße vor der Zeitungsredaktion nach Norden folgst. Der Stall liegt in Hebra, daher solltest du Vorkehrungen gegen die Kälte treffen. Es geht ein Gerücht um, dass dort ein seltenes Pferd gesehen worden sein soll, wie man es sonst kaum jemals findet. Payne sagt, dass sein Reporterinstinkt angeschlagen habe. Reporterinstinkt? Wenn es so etwas wirklich gibt, dann wäre das wirklich praktisch. Wir haben überall Mitarbeiter, die nach Informationen über den Verbleib von Prinzessin Zelda Ausschau halten. Der Kleeblattkurier steht in dieser Sache fest an deiner Seite. Gut. Alles klar, dann werden wir rüberfliegen. So. Tanzapfen, wo seid ihr da? Okay. Ist das jetzt dein Ernst? Nimm dieses Ding und schmeiß da rein. Danke. Ist irgendwie total interessant gelöst, dass das mit einem Tannenzapfen hier quasi die Quest, die Lösung ist.
das Dorf der Orni zu erreichen, ey. Junge, wie geil ist das denn? Wie cool das auch aussieht. Mashallah. Gut, Dorf der Orni also, ne? Dann schauen wir uns an und hören uns an, was die da zu sagen haben. Hört sich das gerade so an, als würde hier ein Drache fliegen, ey. Voll die mysteriöse Musik, ja. Also mystisch, nicht mysterisch. Was sage ich denn da? Wirklich? Ist ja noch unfairer als im BOTW geworden. Doch nicht. Fuffi. Let's freaking go. Alter, die Musik. Weißt du noch, wo der Feuerdrache war? Ja, hier das Herzsymbol. Lutzebene, Schnepfenhügel. Das ist der Drache, der mich jetzt dreimal gekillt hat. Ja, an der Stelle ist er. Boah, ey. Sag mal, haben die Macher von Donkey Kong Country irgendwie die Musik hier gemacht? Mein Herz, Leute, das ist so... Oh, das ist der Schrein hier unten und der Shell ist okay. Gata Kisa Schrein. Das ist so, es ist nicht in Worte zu fassen. Ich finde es, bei Donkey Kong war es ja schon so unbeschreiblich gut, die Musik, die die gemacht haben. Ne? Aber das ist ja auch sowas von gut, dieser Track hier. Mann! So. Ritt auf dem Wind. Ja. Parasegel lässt grüßen, oder? What? Okay, dann gucken wir mal nach. Interessant. Boah, diese Effekte, ne, beim Glasbrechen. Ist auch so mega. Aha, da war ein paar von den Wächtern. Also von den Aufpassern. Keine Ahnung, wie ich die jetzt nennen soll. Wenigstens habe ich einen getötet und sein Loot mitnehmen können. Yay! Starker Konstruktbogen mit Angriffskraft plus 10. Yeah! Der Mächtige hat 24, oder? War das so? Eine Truhe von 1, okay. Sie haben ihr Ziel erreicht.
Sehr gut. Das ist ein cooler Schrein. Ja, Mann, mega geiler Schrein. Ja, okay, mega geil würde ich jetzt nicht sagen, aber im Grunde ist die Idee echt gut. Will ich gerne mehr von sehen, von so welchen Schreinen. Aber wir kennen ja Nintendo und seinen Einfallsreichtum. Wobei, also bei BioTV vom schlechten Einfallsreichtum zu reden, das ist das Dümmste, was ich sagen konnte eigentlich, ne? Ja, Mann! Einfallsreicher als TOTK geht gar nicht. Habe ich gerade wirklich BioTV gesagt? Boah, ich bin so Banane. Also ganz ehrlich, bei der Musik will man gar nicht reden, die will man einfach nur hören. Okay, let's go weiter. So, auf geht's jetzt wirklich ins Dorf der Orden. Jetzt haben wir einmal links, rechts rum geguckt und gehen das in das Hauptdorf rein. Ist die Statue noch hier unten? Die ist noch hier unten. Sehr gut. Die Probe geht los. Was gibt's? Wir proben jetzt das Lied. Es wird das Lied von der Himmelsarche genannt. Oh Gott, ey. Mit Neuwörtern sind es noch schwieriger. Wir singen es alle, um damit das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Oh, wie süß. Willst du mal hören, wie das Lied geht? Dann mal los. Juhu, es freut uns sehr, wenn uns jemand zuhört. Deswegen werden wir es ganz besonders toll singen. Sind alle bereit? Dann lasst uns singen. In alten Zeiten, vergessen von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskinde erschlafften in Heber alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land, dies wurde Kataklysmus genannt. Des Gottes Sehnen nach Himmelshöhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dies Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. So, das bedeutet, dass quasi eine Arche. Ist da vorne hinten wieder so ein Drache im Hintergrund oder brennen einfach irgendwie so Fackeln? So, das heißt, dass eine Arche quasi so ein Tempel von hier ist, so? Das Lied handelt von der Arche, die das Ornidorf vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals ist auch was Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche, gibt sie wohl wirklich? Das wäre sowas von toll. Klar gibt es die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment könnten wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs. Also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Darum müssen wir jetzt auch langsam mit Proben aufhören und uns wieder an die Arbeit machen. Los, Genli, du bist fürs Essen verantwortlich. Und Molly, du bastelst uns noch ein paar Pfeile, ja? Lass uns auch heute wieder alle unser Bestes geben. Ja, wird gemacht. Und läufst auf ihn und singst weiter. Wie geil ist das denn, dass die so rumfliegen, Mann? Ist das ein Stein da oben drauf? Nee. Echt ganz schön cool mit K. Oh, Jiminy. Oh nein, ich bin so eine Niete. Schon wieder einmal in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Hä? Ein Gast? Nein. Ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Schwalbennest. Im Moment ist niemand sonst hier. Erhole dich also in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Ein normales Bett kostet 20 und das erstklassige Orni-Down-Bett kostet 50. Ich nehme das Orni-Down-Bett. Also, bis wann willst du ausruhen? Bis morgens. Gut verstanden. Ich werde dich am Morgen aufwecken. Gute Nacht, der Herr. Danke. Sind ja so gesehen nur 3 Stunden, aber.
Hä? Hört sich dann tatsächlich runtergefallen.